Und damit hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin der Bio, begrüße euch ganz herzlich und freue mich natürlich, dass ihr wieder einschaltet hier zu einer neuen Lotus-Folge. Wir wollen uns heute ein neues Projekt von OZMT anschauen, von der OZMT anschauen bei Karademir. Der hat nämlich schon wieder einiges hier veröffentlicht. Das ist ja das Modell, was wir ja bereits kennen, die OZMT 10. Die hatten wir jetzt schon einige Male jetzt bei uns ja hier auf dem Kanal und haben uns das ganze Ding mal wirklich von vorn bis hinten uns mal angeschaut. Und ja, wir sind ja eigentlich der sehr, sehr positiver Meinung, was das Ganze mit der fiktiven Straßenbahn hier auf jeden Fall angeht. Jetzt mittlerweile ist es aber so, dass Karademir sich jetzt an weitere Modelle setzt, denn er hat natürlich vor, eine komplette Familie hier von der OZMT-Reihe hier zu basteln und zu machen und zu tun. Und wir wollen uns heute in diesem Zuge des Videos hier einfach mal heute die OZMT 12 anschauen, die jetzt nämlich vor einigen Tagen veröffentlicht wurde. Im Steam Workshop könnt ihr euch natürlich bereits schon runterladen und selbst natürlich schon testen. Und von daher würde ich mal sagen, springen wir mal in das Vehikel. Ich habe jetzt einfach mal so aus Jux und Laune mal die kleine OZMT, damit ihr euch mal so ein kleines Bild machen könnt, was jetzt der große Unterschied zu der neuen OZMT ist. Und das ist ganz einfach, hier haben wir sie. Das sieht doch schon mal sehr, sehr gut aus. Das ist auf jeden Fall ein deutlich längeres Modell von der OZMT, die man hier einsetzen kann. Wir sehen hier insgesamt drei Wagenteile, die verbunden sind miteinander. Und dementsprechend natürlich auch mehr Platz bieten. Mann, jetzt haben wir einen Frosch im Hals. Und das sieht auf jeden Fall schon mal deutlich anders aus als die kleine OZMT, die OZMT 10. Es gibt noch eine 11, eine OZMT 11 Variante, die werden wir uns dann wahrscheinlich dann mal später anschauen. Aber das ist, wie gesagt, die aktuelle Straßenbahn von Karademir. Wie gesagt, im Steam Workshop könnt ihr diese euch bereits schon runterladen und selbst testen. Und wir wollen uns, wie gesagt, heute mal auf der Karte Diorama, dachte ich mir einfach mal, die Straßenbahn heute hier ein wenig anschauen. Denn hier funktioniert ja alles, hier ist ja alles schon vorhanden. Denn auch Ansagen und sowas spielt sie mittlerweile ab. Von daher würde ich sagen, springen wir mal rein und testen mal die OZMT 12. Das ist ja nun das Cockpit, was wir ja bereits kennen. Ich weiß, der ein oder andere hat tatsächlich Probleme mit dem Starten der Straßenbahn, habe ich jetzt in den Kommentaren gelesen, jetzt bei uns unter den Videos. Ist eigentlich gar nicht so schwer und auch Karademir sagt ja halt, ihr müsst euch das vorher erstmal durchlesen oder halt separat etwa ein Video anschauen, wie man die OZMT 12 startet oder allgemein, wie man die OZMT startet. Ist es schon nicht einfach, aber es funktioniert halt. Also von daher nochmal hier der Startvorgang. Wir müssen jetzt hier den Schlüssel stecken. So, jetzt haben wir schon mal, dass das Ganze hier schon mal so weiter anspringt. Wir sehen, das IBIS-Gerät wird initialisiert. Da haben wir auch den Ton von dem IBIS-Gerät, dass das hier Ganze so startet. Jetzt müssen wir hier oben einfach nur, ne, die Elektrik. Das ist der Stromabnehmer. Ja, wir müssen jetzt hier noch die Pause, also die Bremse rausnehmen, die Parkbremse rausnehmen. Können jetzt hier noch die Scheinwerfer hier einstellen. Warte, muss ich gucken, ob das funktioniert jetzt. Zip. Das wollte jetzt nicht so. Das funktioniert erst, wenn wir nämlich hier drauf drücken. So, und jetzt sollte das hier funktionieren. Genau, jetzt haben wir hier nämlich auch die Scheinwerfer. Die sind jetzt hier nämlich aktiviert. Ihr müsst halt wirklich drauf achten. Das steht natürlich hier nichts in Deutsch da. Das ist hier alles, ne, andere Sprache. Ich finde es gut, dass er das IBIS-System mindestens auf Englisch geschrieben hat, dass wir das dementsprechend halt auch wissen, was wir hier überhaupt machen müssen. Ja, und das Gerät jetzt hier unten ist, leider nicht in Englisch. Da müsst ihr euch ein bisschen durchfummeln, sag ich mal. Aber vielleicht kommt ja da irgendwann später noch eine englische Variante dazu. Also es wäre natürlich noch ein Traum, wenn man das Ganze dementsprechend so umpacken könnte, dass das Ganze denn so funktioniert. Ja, und somit sind wir eigentlich schon so gut wie startklar, müssen jetzt nur noch den Vorwärtsgang einlegen und schon sind wir startklar. Also eigentlich kein Hexenwerk hier. So, Innenbeleuchtung tatsächlich funktioniert noch nicht. Das ist interessant. Die Klingel funktioniert hier. Ja, wie gesagt, hier haben wir die Parkbremse, die wir hier an- und ausschalten können.
Warnblinklicht haben wir hier. Wir können natürlich auch selbst hier blinken. Also das funktioniert halt auch und ist eigentlich mehr als verständlich, wenn man das Ganze dementsprechend so sieht hier. So, wir wollen aber natürlich heute eine Route fahren, damit wir auch die ganzen Ansagen haben. Da haben wir jetzt hier zum Beispiel Code von der Buchenstraße zur Buchenstraße 128.1. Das war die, ne? Oder 113.1, ist wurscht. Also machen wir Linie 113. Enter Route 01. So, jetzt haben wir Buchenstraße. Na, jetzt ist das Ganze dementsprechend halt auch geschildert. Wenn wir jetzt hier draußen gehen, ne, sehen wir hier Ring. Und ja, von daher funktioniert das ja also auch schon. Hier an der Seite steht das auch nochmal dran. Ne, die 113 Ringbahn, die wir jetzt hier fahren. Sogar eine Türtaste ist, oder? Der wirkt auf jeden Fall beleuchtet. Ja doch, der ist beleuchtet. Coole Sache. So, genau. Schließen wir hier alles wieder. Und jetzt können wir hier abfahren. Anfahrsound ist ein bisschen leise. Ne? So, und hier sehen wir, wie sie sich halt hier mega durchschlängelt. Stromabnehmer bleibt oben. Hab nämlich schon Strecken gehabt, da ist er nämlich ständig nach unten gegangen. Und ja, wir sehen natürlich, dass das auf jeden Fall schon ein ganz anderes Kaliber ist als die OZMT-10. Also das ist natürlich ein richtig schönes Modell. Das kann man auf jeden Fall richtig gut einsetzen für große Stadtstrecken. Ist ja natürlich bei dem GT6, ja, der hat ja schon seine gute Größe. Aber sonst, ja, haben wir ja den KT4D, ne, den man halt am besten halt in Doppeltraktion fährt. Ja, weil es, ja, schon relativ klein wirkt auf jeden Fall. Aber wenn wir hier so drin sitzen, sehen wir hier auf jeden Fall, es ist mega viel Platz drin. Ne? Es gibt aber natürlich auch immer so ein paar Sachen. Das Ganze ist dann natürlich noch nicht alles 100% final. Hier haben wir das mit der Straßenbahn. Von daher sehen wir hier zum Beispiel das Faltbalk, das ist noch nicht ganz hundertprozentig ausdetailliert, ne? Wenn wir hier so sehen, dass es hier immer noch so Fehler gibt hier an der Stelle, ne? dass hier irgendwie gefühlt keine Texturen drauf sind, aber das sind halt so eine kleinen Sachen. Auch ist mir aufgefallen, wenn wir hier zum Beispiel über Kurven fahren, ich fahre mal jetzt, auch ein bisschen, bis hier in Schwung kommt, bis hier anrollt. So, ich weiß nicht, ob man es jetzt noch sieht. Ah ne, aber hier gab es wahrscheinlich einen Fix, denn es gab, ich glaube, das ist vor einigen Tagen war das noch so gewesen, konnte man halt die Räder noch durchsehen. Scheinbar sind die Kurven nicht ganz so eng. Nö, das sieht wohl alles sehr, sehr gut aus. Aber allgemein, ne, das Modell, was Karada mir hier so auf die Beine gestellt hat, das sieht schon mega, mega gut aus. Ich erinnere mich gerne zurück und ich bin gerade am Basteln eines kleinen Videos im Zuge des Einjährigen. Ach hier, guck mal hier, hier sehen wir es. Seht ihr das hier an der Stelle? Ne, hier haben wir zum Beispiel, gucken die Räder durch, wenn die Kurven zu stark sind, die verschwinden denn irgendwann. Das ist natürlich, weiß ich nicht, anhand der Länge wahrscheinlich auszumachen, der Straßenbahn. Das ist dementsprechend wohl sich nicht anders machen lässt, aber vielleicht fixt das Ganze ja dementsprechend. Das wäre natürlich eine coole Sache. Aber ja, sonst sehen wir es ja hier. Ne? Also überall schön beleuchtet, hier gibt es keine Beleuchtungsfehler drin.
Die Innenbeleuchtung scheint hier, wie gesagt, allerdings nicht zu funktionieren, da wir hier an den Tasten drücken können und da passiert nichts. Aber da werde ich mal den Karate mir mal drauf ansprechen. Und ja, sonst, wie gesagt, sind wir hier eigentlich schon echt sehr, sehr zufrieden. Was mich ein bisschen, oder was ich persönlich ein bisschen schade finde, ist, dass wir zum Beispiel die Außenspiegel, glaube ich, gar nicht groß sehen, oder? Nee. Also hier diese Spiegel hier, wenn wir jetzt draußen sind, also im Cockpit, sehen wir sie gar nicht. Also die müssen wahrscheinlich hier direkt dahinter sein. Und da muss man auf jeden Fall das noch ein bisschen justieren. Er hat natürlich auch schon geschrieben, dass gerade wenn es jetzt ein bisschen enger wird, jetzt also mit den Spiegeln, weil die Spiegel stehen ja natürlich schon sehr weit ab, wenn man das Ganze hier sehen, dass man die zum Beispiel irgendwie versuchen kann einzuklappen oder sowas, damit man dann halt an bestimmten schwierigen Stellen zum Beispiel vorbeikommt und das Ganze dann halt nicht irgendwie sich den Spiegel abreißen lässt, weil das ist schon extrem lang, der ganze Spiegel. Da wäre es auf jeden Fall schon ein bisschen wünschenswert, wenn es da auf jeden Fall irgendwie so in der Regel eine Funktion geben würde. Ja, und sonst haben wir das IBIS-Gerät. Guck gerade. Nee. Hätte mir da irgendwie eine Tastenkombination gelegt gehabt. Das war es nicht. Ich dachte eigentlich, dass es das war. Aber scheinbar. Gibt es das jetzt nicht hier? Buchenstraße, nächster Stopp. Buchenstraße, da sind wir jetzt. Achso, das ist der Sandstreuer. Haben wir ja. So, das war die Notbremse. So, da können wir hier alle Türen öffnen. Ihr seht auch, dass hier deutlich mehr Knöpfe hier zur Verfügung sind. Ne? Also insgesamt 6 Türen. Also können wir mal durchziehen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das haut sogar hin. Bei der anderen OZMT sind es ja nur an der, ich glaube, 2 oder 3 waren es, wenn mich jetzt hier nicht alles täuscht. 3 Türen, die wir hier haben. Hier sind es dann halt, 6 Türen. Also das ist schon eine ordentliche Hausnummer. Und wenn wir hier sehen, ne, also die Haltestelle reicht schon eigentlich kaum aus. Wir stehen jetzt natürlich ein bisschen weiter hinten, vorne, ein bisschen früh gebremst. Hätten natürlich noch weiter vorfahren können bis zum Signal ran. Ist die Straßenbahn doch schon deutlich länger. Also das ist schon eine Hausnummer eigentlich, wie lang dieses Ding ist. Und das Ganze müsst ihr euch jetzt noch eine Doppeltraktion vorstellen, welches natürlich hier auch schon funktioniert mit der UZMT 12. Diese könnt ihr sogar als Doppeltraktion fahren lassen. Also das ist schon eigentlich eine relativ coole Sache und ihr habt natürlich den ein mega langes Vehikel, ja, was sich denn so durch die Stadt schlängelt. Ich stelle mir das später aber ein bisschen heftig vor, wenn das Ganze dann vielleicht noch mit KI und Fahrplan und alles was, das ist ein Monstrum an Straßenbahnen, welches jetzt sich hier denn den Weg findet. Ich weiß nicht, ob der GT6 eventuell genauso lang ist oder ob der ein bisschen kürzer ist, könnte man jetzt natürlich mal testen, indem man jetzt einfach mal sich den GT6 jetzt mal einfach dazu holt. Den können wir mal uns einfach mal holen und sagen, so komm, pass auf, du fährst mal auch hier vom Dings hier ab und los geht's. Und dann stellen wir diese einfach mal daneben und gucken mal, wie lang diese denn ist. So, müssen wir das Ganze erstmal aufrüsten. So, und damit sind wir auch schon wieder startklar. Jetzt natürlich ein bisschen in der Kurve drin, ne? Aber wir sind jetzt schon, ja doch, also ich glaube, da brauchen wir nicht mehr weiter irgendwie versuchen,
auf Zentimeter ranzurücken. Die OZMT, die ist deutlich länger als der GT6N. Also ich würde fast schon sagen, kompletten Wagenabteil länger. Also das ist schon eine ordentliche Hausnummer, die wir hier auf jeden Fall haben. Schade ist zum Beispiel, dass es natürlich verschiedene Kupplungen sind, dass wir dementsprechend den GT6N nicht mit der OZMT koppeln können, weil das Ganze ja nun fiktiv ist und aus einer anderen Region stammt. Es hat sie natürlich dementsprechend auch andere Kupplungen, ja, wie wir hier sehen, ne, das Ganze. Aber man kann die OZMT halt untereinander, miteinander kuppeln. Da will ich mal noch gucken, wie das Ganze dementsprechend funktioniert, um da halt auch mal nochmal ein Video zu machen. Weil ich glaube, dazu hatten wir auch noch kein Video, wie wir hier eine OZMT einfach miteinander zum Beispiel kuppeln können. Zum Beispiel da auch mal interessant, kann man jetzt zum Beispiel eine OZMT 10 mit einer OZMT 12 koppeln? Das wäre ja mal eine interessante Sache, um das Ganze mal zu testen. Also hier auf jeden Fall, finde ich, macht Karade mir auf jeden Fall einen mega, mega guten Job. Ja, jetzt kann man mal sagen, das Ganze ist natürlich kostenlos, es ist Freeware, ihr könnt euch das alle runterladen, es ist komplett, wie gesagt, free for, also für lau vorhanden im Steam Workshop. Und hier muss ich noch eine kleine Anmerkung auf jeden Fall nochmal anmerken, dass ich zum Beispiel es besser finden würde, wenn das Ganze irgendwie gebündelt ist. Weil wir haben jetzt aktuell ein Repaint drauf von der OZMT12. Ja, das kann man separat im Steam Workshop runterladen. Das ist nicht das Standardaussehen, welches wir hier haben. Zum Beispiel bei der OZMT10, die wir haben, ist das Standardaussehen. Und hier haben wir ein sogenanntes Repaint. Insgesamt gibt es zwei an der Zahl, die ihr noch während separat noch im Steam Workshop runterladen könnt. Ich würde das alles gerne gebündelt haben, dass das alles so wirklich ein All-in-One-Paket ist mit allen Repaints, mit allen Modellen, die es verfügbar sind. Ist jetzt natürlich klar, jetzt vielleicht in den einen oder anderen interessiert das eventuell gar nicht, dass es da vielleicht eine OZMC10 gibt, ein kleineres Modell, möchte lieber die OZMT12 nur haben, weil das halt schön langes Gerät ist. Das kann ich dann schon verstehen, aber ich glaube, es wäre einfach übersichtlicher, wenn uns dann halt dann zukünftig denn irgendwie so ein All-in-One-Paket gibt, wo man das Ganze dann dementsprechend halt nur einmal downloaden muss, weiß ich nicht. Könnt ihr ja gerne mal so in die Kommentare posten. Wie würdet ihr sowas handhaben, wenn ihr natürlich mehrere Modelle anbietet von der gleichen Reihe? Würdet ihr das sowas in ein Paket packen? Oder sagt ihr lieber, nee, trotzdem Einzeldownload, weil das eine ist für lang, das andere ist für kurz oder das andere ist halt nur ein Repaint? Oder dann könnt ihr es gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das so handhaben würdet. Auf jeden Fall muss ich hier wieder ein absolutes Lob aussprechen hier an Karademir. Also viele Fehler sind jetzt nicht aufgefallen. Wie gesagt, das jetzt mit dem Reifen, das ist mir letztes Mal schon so ein bisschen aufgefallen. Ist jetzt aber auch nicht altweltbewegend. Aber sonst, dieses ganze Modell, dieses komplette Charakterdesign, schaut euch einfach mal die erste Folge an, die ist letztes Jahr irgendwann erschienen von der OZMT. Das sah noch ganz, ganz anders aus. Ich habe sie, wie gesagt, so in Erinnerung. Und wenn ich mir so die Straßenbahn von heute einfach anschaue, wie sie sich bis heute gewandelt haben, wie sie heute aussehen, ist das eine absolute Glanzleistung hier an Karademir. Also ich hoffe auf jeden Fall, dass wir noch viele weitere Modelle von der OZMT hier sehen werden und die letzten Kniffe dann dementsprechend dann raus sind und wir eine wundervolle, fiktive Straßenbahnpaket hier irgendwann mal in den Lotus-Simulator haben werden. Von daher könnt ihr gerne mal so in die Kommentare posten, was haltet ihr denn so eigentlich von der OZMT-Reihe? Ist das ein Paket, was ihr schon längst benutzt oder traut ihr euch da noch nicht ran, weil noch irgendwas nicht ganz richtig ist? Schreibt es doch mal in die Kommentare, auch wie gesagt, einfach mal so eine kleine Danksagung an Karademir, könnt ihr gerne in die Kommentare posten, er liest sich das hundertprozentig auf jeden Fall hier durch auf dem Kanal, also von daher könnt ihr das ruhig gerne mal tun und sonst, ja, war es auf jeden Fall erstmal so von dem ersten kleinen Eindruck hier von der OZMT 12, die wir hier aktuell jetzt im Steam Workshop haben, wie gesagt, könnt ihr euch runterladen, könnt ihr euch selber testen, anschauen, wie ihr das möchtet. Und wir sehen uns dann hoffentlich zum nächsten Part Lotus hier wieder, wenn es weitergeht mit einer neuen Folge. Ich verabschiede mich hier, ich sage danke fürs Zuschauen, ciao, tschüss und hoffentlich wieder bis zum nächsten Mal. Tschüss!